Ja, sind denn Gesetzesvorhaben nicht einfach nur neue Versprechungen nach vielen gebrochenen Versprechungen? Die Experten der Troika hatten ja in den letzten Wochen einen niederschmetternden Eindruck von Griechenland gewonnen. Man treibt kaum Steuern ein, verkauft kaum Staatseigentum, spart kaum. Ja, was soll denn da noch für ein Wunder passieren, dass man denen 130 Milliarden zusätzliches Geld zur Verfügung stellt? Naja, Griechenland hat in den letzten Monaten schon eine Reihe von schwerwiegenden Beschlüssen getroffen. Die gelten auch. Die Mindestlöhne sind gekürzt worden. Das war bitter für die Betroffenen, aber notwendig, weil Griechenland einfach in den Arbeitskosten zu teuer ist. Aber das braucht seine Zeit, bis es sich auswirkt. Bei anderen muss man genau hinschauen, dass Griechenland auch wirklich das macht, was es, wozu es sich verpflichtet hat. Deswegen haben wir ja mit der griechischen Regierung ein strenges Monitoring vereinbart. Und wir werden vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Mittel, die wir auszahlen, zunächst zur Bedienung der griechischen Verpflichtungen genutzt werden mit einem speziellen Verrechnungskonto, damit in Zukunft von Griechenland keine Gefahr mehr für die Stabilität der Eurozone als Ganzes ausgehen kann. Entwicklungshilfeländer, die sind engagierter, wenn es darum geht, die eigene wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Und wir werden uns nicht länger erpressen lassen mit dem Hinweis auf Tag X, das könnt ihr doch nicht wollen. Ja, das wollen wir auch nicht, aber wir haben den urliberalen Satz, keine Leistung ohne Gegenleistung, auch das gilt im Rahmen der europäischen Solidarität.